Ja, ich bin jetzt hier im Wohnzimmer von Davis Ziegler. Und Davis Ziegler ist Zauberer, Magier und das mit 17 Jahren. Wie ist genau? Also sagt man noch Zauberer? Also wie fing das an? Ich sehe mich eher so ein bisschen als Entertainer. Also Zauberer ist eher so ein Handwerk, was ich noch mit auf die Bühne nehme, weil Zauberer klingt so ein bisschen, ja, Hut und Umhang und alles. Deswegen, ja, ich bin Entertainer. Also es gibt keine weißen Kaninchen, die du aus dem Hut zauberst. Nee. Wie fing das Ganze bei dir an? Weil wenn man auch so ein bisschen auf deine Homepage geht und sowas, du machst da schon richtig große Bühnenshows. War das wirklich damals, ich sag mal mit 5, 6 Jahren, ich wünsche mir einen Zauberkasten zu Weihnachten zum Geburtstag, wie fing das an? Das war tatsächlich so, mit 4, glaube ich, 3 oder 4 Jahren war das, da habe ich so einen Zaubertrick gezeigt bekommen von meinem Opa. Das war auch der einzige, den der konnte. Und dann war ich so begeistert, dass ein halbes Jahr später direkt zu Weihnachten der Zauberkasten unter dem Weihnachtsbaum liegt. Und ja, bin jetzt immer noch hier, ne? Wie steigern sich denn dann die Tricks? Also hat man auch Vorbilder, sage ich mal, guckt man sich dann, was waren damals so Copperfield oder keine Ahnung, also Ehrlich Brothers und sowas, guckt man dann da und schaut irgendwie, das sieht gut aus, aber wie könnte das funktionieren? Das war so mit 5, 6 Jahren tatsächlich so ein bisschen Hobby von mir, dass ich zu Hause saß und auf Zeitlupe, es gab ja zum Glück schon YouTube, auf Zeitlupe alles durchgeguckt und wie macht er das und alles und so ein bisschen. Ja, Vorbilder, ich sage immer, ich nehme mir so von allen so ein bisschen was raus. Ich habe ja nicht nur Vorbilder in der Zauberszene, sondern generell als Persönlichkeiten auch. Ja, genau. Und Deswegen. jetzt bist du 17, ne? So, du sagtest gerade, mit 3, 4 Jahren hat das angefangen. Und jetzt bist du aber schon so weit, dass du sagst, du hättest gerne eine eigene Bühne, ein eigenes Theater. Wie stellst du dir das vor oder wie kann man dir da helfen? Vielleicht können wir mal einen Aufruf machen und irgendwie, vielleicht ergibt sich ja was. Ja, ich träume sehr groß, also ich bin Visionär, ich habe Lust auf eine sehr immersive Show mit Theater und dass das so verschwimmt, alles Realität und Zauberei und dass man gar nicht mehr weiß, was los ist, weil ich finde das auch so schön, jetzt schon, wenn ich gebucht werde, zu sehen, dass die Leute staunen und mal wieder Kind sein können und alles und davon träume ich so ein bisschen, dass wir das hier aufleben können in irgendeinem. Aufleben können, gerade in Corona-Zeiten, ist ja ein bisschen schwierig. Wie hat dir Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht? Ja, das letzte Jahr, ich war ein Jahr komplett nirgendwo unterwegs auf Bühnen und dann war ja wieder so ein bisschen lockerer und dann kamen wieder ein paar Anfragen, ein paar Aufträge und ja, das schwimmt so ein bisschen rum. Die Leute, die sich trauen, die buchen mich und der Rest halt nicht. Zweite Frage war im Prinzip, wie schwierig das ist, seine Tricks auch Oh nicht zu ja. verraten, weil das ist ja oberstes Gesetz bei Magiern im Prinzip, also auf niemals zu erzählen, wie der Trick funktioniert. Ja, wenn mich jemand fragt, wie es funktioniert, sage ich immer gut. Funktioniert gut. Ja. Ja, und ja, wenn jemand wirklich, man unterscheidet da so ein bisschen, wenn da wirklich jemand ist, der Interesse daran zeigt und wirklich das verstehen und machen möchte, weil die meisten, die das fragen wollen, einfach nur wissen, wie es geht. Ne? Das Aber stimmt. die Magie geht weg und meistens, wenn man weiß, wie es geht, ist es auch nicht mehr so interessant und so lustig und so cool, weil es ist ja interessant, weil man nicht weiß, wie es geht und ja, geht gut. Vor 2 Jahren, da warst du 15, da warst du schon mal bei uns im Programm. Und da ging es auch so ein bisschen um das Thema Hypnose. Ich erwarte jetzt nicht und möchte auch nicht, dass du mich hier irgendwie hypnotisierst. Habe ich Aber auch. was, was macht Hypnose aus? Also wie kann man Hypnose lernen und wie funktioniert das? Ich habe damals eine Woche Seminar gehabt, Hypnose. Da habe ich das gelernt, weil ich Interesse daran hatte, generell nicht mal so auf diese Entertainment-Branche zu beziehen, auch medizinisch. Ich habe das dann angewendet, auch in meinen Shows, teilweise mal, aber mittlerweile bin ich da einfach nicht mehr so Gott drin. sei Dank, ich habe jetzt schon gedacht, ich sitze hier gleich und fall zusammen oder sag irgendwelche Sachen, die ich gar nicht sagen will. Aber du hast da ein Kartenspiel. Davis, ich würde Ja. dich mal bitten, einfach irgendwie uns mal was zu zeigen. Auch wenn das jetzt kleine Nummern sind, die du ja sonst so nicht machst, Ja, ne? ich habe mir gedacht, was ich dir mal zeigen könnte, weil ich ja lange nicht mehr was mit Karten gemacht habe. Aber ich habe dir einfach mal ein Schiff gemacht. Du darfst den mal nehmen und hier, ich habe dir eine Karte mitgebracht. Unterschreib sie einfach mal, schreib mal deinen Namen drauf. Also eine Karte Ja, jetzt hier hier so. die Pik 8, ich habe die einfach mal jetzt so genommen. Also nicht Sehr schön, aber selten. genau, ja. Trockne die mal ein bisschen. Die Karte gibt es jetzt nur einmal, ne? Das ist die Pik 8 und du hast, glaube ich, noch nie eine Pik 8 so unterschrieben, wie du sie immer. Ich habe zwar schon mal Autogrammkarten unterschrieben, aber auf einer Pik 8 noch nicht, Wir ne. nehmen mal deine Karte, falten sie so ein bisschen und du darfst sie zwischen die Zähne stecken. Genau, ist ganz interessant. Ich brauche auch mal den Stift. Ich habe mal mir die Herz-10 rausgenommen. Das Blöde ist, ich kann jetzt nichts sagen, ne? Also ich halte jetzt mal die Klappe und du machst jetzt einfach deine Nummer alleine. Genau. Ich habe jetzt meinen Namen hier auch drauf geschrieben auf die Herz-10 und wenn ich das jetzt nehme und falte, dann mache ich das Gleiche. Jetzt erzähle ich dir, was wir machen, okay? Also Mario, wir haben Ist okay. ein bisschen.
Und wenn das geklappt hat, dann darfst du doch mal aufhalten. Dann habe ich in meinem Mund deine Karte mit deiner Unterschrift und du in deinem Mund meine Karte mit meiner Unterschrift. Also nicht nur ich sehe meine liebe Kamerafrau, die Leonie, sprachlos. Ich habe als Kind ja auch mal gezaubert. Das heißt, ich hatte so einen Luftballon und da hast du so rechts und links hast du da irgendwie einen Tesafilmstreifen draufgeklebt und hast bis mit der Nadel durch. Und der Oma hat damals auch so, oh, wie geht das? Aber das ist jetzt natürlich... Jetzt kommt man natürlich ins Vermuten, hat der mich irgendwie abgelenkt und die Karten vertauscht oder sowas, aber ich hatte meine Karte ja bevor du deine überhaupt, also faszinierend, meine Damen und Herren. Wann geht es los? Wann oder wo kann man dich sehen? Wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen? Wie kann man dich buchen, erleben und wie kann man die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen? Also generell bin ich immer erreichbar unter davis-ziegler.de, ganz einfach auf meiner Webseite. Ja, das ist so. Dat. Oder auf buchung@davis-ziegler.de, wenn man mich per Mail anschreiben möchte. Und ja, ich bin sehr, sehr froh, wenn Kontakt zu mir aufgenommen wird mit allem, was man so hat und geben kann. Und ich bin auch sehr, sehr, sehr froh dabei, alle Tiere zu unterstützen, dass wir die Eventszene wieder aufleben lassen und dass die Leute wieder staunen können. Perfekt. Und vielleicht gibt es ja auch irgendwie Räumlichkeiten oder Kooperationen, wie man irgendwie zusammenarbeiten kann. Auf jeden Fall, das finde ich jetzt krass. Das finde ich wirklich krass. Vielen, vielen Dank für den Zaubertrick mit der Hypnose. Das machen wir, wenn wir die Kamera jetzt ausmachen. Ich mache jetzt eine Sache. Ich muss mich nämlich zurück, oder kannst du mich zurück ins Studio zaubern, weil ich muss jetzt die weiteren Moderationen machen. Das geht mit einem Schnipsen? Ja. Alles klar.